So, weiter geht's in Saw. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Also, das geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Was? Rick Darms contain the code. Right, vielleicht Right Arms contain the code. Das ist schon ein Tipp wieder fürs nächste Spielchen hier. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Oh, das wird jetzt was. Rechter Arm. Rechter Arm. Oh. Hier bin ich nicht allein. So. Nochmal. Rechter Arm contains the code. Oder halt. Naja, gehen wir mal davon aus, dass das... dass der Arm auf jeden Fall... der Arm zeigt einfach auf den Code. Gehen wir davon aus. Dann wäre das 5. 5. Wo ist ein weiteres Licht? Da. Das Licht zeigt gar nichts. Fünf. Zeigt eigentlich auch nichts wirklich. Fünf. Der zeigt auch nichts. Zeigt auch auf nix. Da, 206. Erlange sie mit Hilfe von 206. Ist ja alles unter Strom. Da könnte ich drüber gehen mit einer Latte. Wie sieht's hier aus? Hier auch. Es liegt denn da hinten? Baseballschläger. Ne, Baseballschläger möchte ich nicht haben. Ich habe ja immer noch die Knarre. Die Bleipuste. Da liegt eine Fallakte, oder? Nur zur Erinnerung, hier werden aktiv Trepanationen praktiziert, bei denen man Löcher in den Schädel bohrt, um Patienten mit allgemeinen mentalen Störungen zu heilen, die ansonsten schwer zu diagnostizieren sind. Die meisten Anstalten setzen diese Methode heutzutage nicht mehr ein, aber aufgrund unserer Erfahrung gehen wir davon aus, dass viele Patienten nur unter einer NCP
enzephalitischen Schwellung leiden, was sich durch eine Trepanation heilen lässt. Vor kurzem hatten wir einen Patienten, der von Halluzinationen von regenbogenspeienden Einhörnern sprach und bei dem eine allgemeine mentale Störung diagnostiziert wurde. Er starb aufgrund einer enzephalitischen Schwellung, die die Folge eines nicht gemeldeten leichten Kopftraumas war. Die Trepanation, eine mittelalterliche Methode, hätte sein Leben retten können. Oh. Ist natürlich schade. Wo musste ich denn jetzt lang? Okay, ich bin richtig. Och, Gas. Nein, nicht schon wieder Gas. Oh, okay. Ich darf da nicht runterfallen. Gut. Ach, hier fangen wir wieder an. Okay, ist ja jetzt nicht allzu weit zurück. Das Gute ist... Wir können hier ein bisschen Gas geben. Wir wissen ja, dass da nichts Schlimmes passiert. So, wie komme ich denn hier raus? Hier muss doch irgendwo... Ah, da. Ach du Scheiße, wieder sowas. Ah. Na, fuck. Ja, okay. Aber jetzt weiß ich ja, dass da das Dingen ist. Dann kann ich das ganz schnell machen und dann kann ich mich um den Revolver kümmern. Ist okay. Ja, manchmal braucht man erstmal ein paar Anläufe, um zu checken, was hier überhaupt Sache ist. Ist nun mal manchmal so. Aber ich hasse dieses Gasspielchen. Das habe ich ja schon mal geskippt. Ach so, nee, das kann nicht. Das muss ja oben und unten einen Anschluss haben. Oh, Schwein gehabt. So. Heilen wir uns erstmal. Warum zischt das eigentlich noch? Wir haben das Gas doch abgestellt. So, und jetzt holen wir uns nochmal... ...das Dingen hier. Okay, da haben wir uns irgendwie eine Sackgasse manövriert.
Nee, das stimmt so auch nicht. Ja, da muss man wieder ein bisschen nachdenken. Ist nicht jedermanns Sache. Naja, es ist wieder dasselbe Auskommen wie vorhin. Oder? Ah. Na also. Ach so, man hätte hier gar nicht reingemustert. War jetzt einfach nur, um die Knarre zu kriegen. Okay. Also eine neue Knarre. Okay. Ja, stimmt. Hier oben war dann irgendwie das Zahlenschloss, ne? Weiß es nicht mehr. Ach, da hinten. Da hinten war es, glaube ich. Ich habe immer einen leichten Rechtsdrang. So, ich habe auch nicht vergessen, dass da so ein Psychopath hintersteckt. Sowas vergisst man nicht. 2, 0, 6. Nein, ich stand zu nah dran. Oh nee, ich lebe noch. Boah, Gott sei Dank, ey. Wenn ich jetzt gestorben wäre deswegen, ne, weil ich nicht weit genug weggegangen bin von dem, dann wäre ich jetzt echt sauer gewesen. Dann wäre ich echt sauer gewesen. Aber so ist alles gut. Psychopathen braucht das Land. So, jetzt haben wir alle Puzzleteile. Ja, kann man immer gebrauchen. So, hier hinten war der Fallen. Wo war denn der Falleneingang? Wo war denn der Falleneingang? Nicht, dass ich jetzt wieder falsch laufe. Hier hatte ich jemanden erschossen. Ich laufe bestimmt total falsch. Ah nee, ich glaube, ich kann mich erinnern.
chance, which is more than what you gave Detective Tapp. Tell me, why did you condemn a man with your words that did nothing to you? He did. He wouldn't give me access, info on the jigsaw. I mean, you. He tried to shut me down. Me. I'll back down for nobody. Never have, never will. Unless the good detective doesn't hurry, we will see how flexible you are. Also eigentlich möchte ich den gar nicht retten, wenn ich ehrlich bin. Ach, wo? Oh, ich hasse das. Ich hasse es echt. Ach so, nee, kann ja gar nicht. Nee, kann ja auch nicht. Kann ich mir kein Hypno geben? Ach, fick dich. Scheiße. Ich hasse diese Gasfallen. Oh, ich hasse diese Stolperfallen. Ich hasse alles mit Fallen. Fallen sind doof. Warum habe ich denn die Tür zugemacht? So. Das könnte hinkommen. Das könnte auch. Das könnte auch. Tut's aber nicht. Oder so eine Scheiße. Ach Mann, ey. Ficken. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Und dass ich jedes Mal dann erstmal hier hinrennen muss und diese Kackfalle entschärfen, auch lächerlich. Boah. Mann, 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 ey. Ja, ein Erste-Hilfe-Dingen brauche ich jetzt auch. Ich meine, Bandagen war ja schon schön. Aber noch ein bisschen. Da ist noch die Nachwirkung von dem Gas. Ein bisschen lahm. Zweimal Gesundheitshypno. Wow. Tja. Und was mich hinter dieser Tür erwartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.